So, wie ihr gerade vielleicht wieder mitgekriegt habt, ist gerade wieder jemand in mein Zimmer gekommen. Ich weiß nicht, ich schaue, ob ich es rausschneiden kann, wenn nicht, nicht. Ja. Ich versuche einfach mal. Aber ich glaube eigentlich eher nicht, dass es klappt. Ist das hier? Nein. Okay, ich habe jetzt gerade in den Bilder reingeschaut. Und man sieht hier unten auch ein paar Goblins. Hier sind auch nochmal zwei Gebäude. Es sind zwei Feuerwerfer, also Verteidigungstürme vom Feind. Und was macht er jetzt? Ich weiß es nicht. Der läuft hier einfach weg. Und jetzt kommt er wieder. Ja, ja. Das Haupthaus braucht recht lang zu bauen. Lebt er, der uns entdeckt hat noch? Auf mein Kommando. Für den Orden. Hier ist der nächste Feindchen. Oh, hier ist ein Ork. Das ist ein Hinterhalt. Wie lebt er das? Ja, tut er. Ist er natürlich wieder von hinten angegriffen. Und ein Runenmeister hat ihn geheilt. Wir wollen das natürlich nicht und deswegen muss der gegnerische Heiler kaputt gehen. So, und wir haben hier auch einen Stab von ihm gekriegt, aber der ist jetzt gerade für uns nebensächlich. Hier ist auch noch ein kleines Lager. Ich bleib beim Helden mal hier und fange hier die Leute ab. So, keine Ahnung, von Arbeit her frei. Und ja, ich glaube, wenn wir die zwei Lager jetzt noch besiegt haben, haben wir etwa die Hälfte der Karte geschafft. Ein Wüter der Faust. Das ist bestimmt Markus. Oder wie auch immer der Typ hieß. So, dieses Lager ist dann eigentlich auch Geschichte. Hier ein kleiner Goblin. Hier sehen wir auch, hier geht es einen Weg hier nach unten. Einen Weg nach hier. Und hier oben eben auch noch lang. Schnell. Sofort. So, dann machen wir jetzt noch kurz das Lager. Und wir sehen hier, dass dieser Sergeant Einer uns etwas erzählen will. Das würde uns eine Quest geben. Ihr habt ja diese Twonks gesehen, die was uns ihre Köpfe gegeben haben. Die hier. Kopf von Sergeant Twonk und von Randall Twonk. Und das sind fünf Leute. Und da kriegt man dann eben einfach die Quest, dass man diese töten soll und dann eben einen so Kopfgeld bekommt. Also etwas, was wir noch eigentlich schon automatisch machen, ohne dass wir die Quest haben. Von dem her werde ich das Gespräch noch nicht mit ihm beginnen. Das Haupthaus ist immer nicht gebaut, oder? Ja, ihr seht, es braucht ziemlich lang zu bauen. Aber jetzt ist es gleich fertig. Dann können wir auch ein paar neue Leute hier bauen. Die Rüstkammer brauchen wir noch. Dann lasse ich die dreimal die Rüstkammer bauen. Ja. Was ich schade finde eigentlich ist... Okay, ich glaube, es dürfte reichen, oder?
Ein Paladin kostet, glaube ich, 30 Aria. 30 Aria, die Fähigkeit zu lernen kostet auch nochmal ein bisschen Aria. Ich glaube nämlich, es reicht nicht. Also ich glaube. Ja. Als ob du jetzt hier bleibst. Ich glaube, dass Aria, das man mit dieser Karte kriegt, reicht nicht, um die Truppe von Paladin zu bauen, die ich will, aber das ist ja nicht so weiter schlimm, also ich werde überleben. Von dem her machen wir einfach mal so weiter. So, jetzt haben wir jetzt hier weitere Arbeiter, hier wird die Rüstkammer gebaut, dann die Scharfschützen haben wir hier auch. Da. Dann deshalb bauen wir einfach ganz, ganz, ganz viele Schmieden noch. Hier eine Schmiede. Schon dabei. Noch eine Auf geht's. Schmiede. Wir wurden gerade wieder entdeckt. Gehen wir's an. Noch eine Schmiede. Schon Ihr seht, dabei. ich brauche eigentlich kreuz und quer. Ich habe hier keine Ordnung im Schon Lager. dabei. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt würde ich nämlich einfach noch gerne mit meinen Leuten Sofort. kurz hier runterlaufen. Oder ich glaube, ich lasse. Muss ich einen meiner Helden oben lassen? Ja, Unbewusst. ich denke, ich lasse meine Bogenschützen hier. Unverzüglich. Die einfach hier die Gegner abfängt, dass sie nicht durch zu unserem Lager laufen. Die Rune hoch. Auf mein Und Zeichen. los. Und wir gehen diese Truppe einfach mal gegen unseren Freund hier. Den Level 8er. Ist die Rüstkammer schon fertig? Nein, noch nicht ganz. Was mache ich mit diesen 5? Ich glaube, ich brauche noch meine Rüstkammer. Weil sie benötigen sollte, ich weiß, keine Arbeit, das heißt, davon kann ich theoretisch so viele bauen, wie ich will, von den von den Schmieden nicht, weil die Schmieden brauchen einen Arbeiter. Das und dann Hier, gehen wir sofort. doch mal gegen hier. Wie immer sieht er, zaubert uns an und hat Standhalten, uns Männer! 25 Schaden gemacht. Für die Rune! Das ist ziemlich viel, wie ihr seht. Wir sind eigentlich fast tot. Wir haben lauter nicht besiegt, also das ist eben die Stärke von ihm. Er ist ein recht starker Feuermagier. Hier beliebige Magie Art 5. Dann noch ein weißer Magiezauber. Und hier eine Kiste. Und das, was ich meinte, war nicht drin. Los. Schade. Mir nach. Hier sehen wir jetzt ein paar Darmortrunk. Also das ist dann auch schon der dritte von diesen Zwillingen. Ja, Zwillingen. Wenn es Zwillinge, wenn es 5 sind, das wäre doch mal was. Fünflingen von diesen Fünflingen. Mal schauen. Er läuft natürlich einfach durch die Wand. Hat Stil. Schnell. Und ich glaube, die erste Rüstung, ja, die erste Rüstung ist fertig hier. Feuersegen, Paladin erhält Flammenschwert und hohe Resistenz gegen Feuer. 250 Eisen, 250 Aria. Neue Fähigkeit verfügbar. So, um eben noch schneller Eisen zu kriegen, werde ich einfach hier oben noch eine Mine hinsetzen. Aber doch, die Mine kommt schon hin. Haltet durch, Männer. Zu euren Diensten. Da läuft auch wieder einen komischen Weg zusammen. Ja, und los. Folgt mir. So, ich weiß nicht, ob ich die ganze Karte heute schon aufnehme. Ich denke schon. Weil so lang geht sie auch nicht. Also sie geht jetzt schon recht lang. Ist die längste Karte bisher, aber es geht noch. Wir machen ihm nicht so viel Schaden. Also es häuft sich einfach, sagen wir so. Ihr seht die ganzen blauen Zahlen. Und sie wurden entdeckt. Was wünscht die Und Rune im unsere Entdecker Gegenzug? sind gestorben.
Und da ist auch schon der dritte Kopf und ein Priester mit Level 6. Mir nach. So, jetzt haben wir eigentlich auch unsere Hälfte, sage ich jetzt mal, gesichert. Gebäude wurde Können errichtet. weiterlaufen. Zu Diensten. So, hier im Kammerwald-Gebäude wurde errichtet. Was war das hier? Dachte ich mir schon. Da bräuchte ich jetzt hier noch eine Schmelzin, um noch mehr Eisen zu bekommen. Und die bauen jetzt hier einfach nochmal eine Rüstkammer hin. Gehen wir es an. Weil Eisen haben wir jetzt recht viel, aber Sofort. Aria eben. Sie könnten jetzt mit der Menge 25, fast 25 Paladine bauen. Und jetzt kommt eine Sequenz. Verstärkt die Deckung! Tiaras Flamme! Was ist das? Seht doch! Hinter der Brücke! Verflucht, dieses Bollwerk wird schwer zu nehmen sein! Diese Bastarde sind fleißig gewesen! Doch ihr Fleiß wiegt ihre Dummheit nicht auf! Sie haben die Welle nicht abgeriegelt! Sendet Armbrustschützen auf die Welle rechts und links, sobald wir über die Brücke sind. Positioniert sie über den Durchgang und lockt ihre Nahkämpfer heraus. Der Bolzenhagel wird sie niederstrecken, bevor sie uns erreichen. So, hier hat man auch schon diesen Tipp vom Spiel bekommen, dass man da eben dann nachher die Bogenschützen hochstellen soll. Und hier, was haben wir hier? Ein Monument der Menschen und ein Seelenfels und Sinwen Silberblatt. Ah, hier sehen wir auch den Titan. Aber ihr seht auch hier, der kostet 300 Aria. Und ich will meine Paladine eigentlich haben. Daher werde ich ihn wohl eigentlich nicht holen. Ganz böse gesagt. Weil mir meine Paladine lieber sind. Und hier haben wir eine große weiße Spinne. Ich denke, ich werde dann jetzt auch gleich mit dem oberen Monument anfangen, die Paladine zu beschwören. Damit es einfach schneller geht. Gebäude wurde an die errichtet. Arbeit. Feindlicher Angriff. Und die Spinne ist... Ja, Auf dem die Weg. stirbt auch noch. Oder auch nicht. Vorsicht, Gegner. Natürlich wird sie erst angegriffen, sobald wir sie angreifen. Stehe bereit. Hier ist eben das Monument, das holen wir uns. Den Seelenfels natürlich auch. Wenn wir sterben, kommen wir jetzt also hier hin. Und wir reden nochmal Wer mit seid Sinwen. ihr? Ein Gesandter des Ordens auf dem Weg nach Schiel. Dann kann ich euch nur Elends Segen und alles Glück der Welt wünschen, Freund. Ihr werdet es brauchen. Ich bin Sinwin. Willkommen im Schattenhain. Einst einer der schönsten Gärten Elends. Was ist geschehen, Sinwen? Brannigans Horde treibt in diesen Landen schon lange ihr Unwesen. Doch früher waren sie nur gemeine Räuber und Diebe. Jetzt haben sie neue Waffen, neue Rüstungen, neue Befehlshaber. Ich war hier zu Gast, um die Reste für mein Bannwerk zu erwerben, als die Horden aus dem Osten wie eine Sturmflut über uns hereinbrachen. Sie brannten die Heimstadt nieder und erschlugen viele meiner Schwestern. Doch ihr konntet fliehen? Oh, ich floh nicht vor dem Kampf, wenn ihr das meint. Brannigan ließ einige von uns gefangen setzen. Als Geiseln sollten die Schwestern aus Eloni Rache suchen. Sein Unterführer Ronk legte uns in Ketten und wir wurden wie Vieh zur Schau gestellt. Als ein Trupp Utraner ihre Lager angriff, konnte ich fliehen. Doch viele meiner Schwestern werden dort noch immer gefangen gehalten. So. Ja, Willkommen zurück. Ja, das ist jetzt natürlich toll. Die Gegner laufen einfach an Zu meinen früh Leuten fangt ihr vorbei. mich an! Ja. Es ruckelt jetzt etwas. Aber trotzdem, das ist jetzt etwas nervig. Ich glaube, dann werde ich doch hier unten anfangen müssen mit bauen. Und sie sollten doch recht schnell gebaut werden. Also fangen wir mal mit dem Paladin an.
Ihr seht, so langsam wird es auch nicht gebaut, Ärmel aber hoch und los. es häuft sich. Ohne Ruf schickt sie zum Seelenfluss. Ich vertraue meinen Paladin jetzt einfach die Verteidigung an Wir und rede kommen nochmal mit ihr. zurück. Wo werden eure Schwestern gefangen gehalten? Im Lager, nahe dem Portal nach Schiel. Seitdem die Utraner durchgebrochen sind, hat Ronk dort seine Truppen verstärkt. Meine Schwestern sind direkt vor seiner Unterkunft angekettet. Nicht mehr lange. Seht euch vor, Ronk ist grausam.